Willkommen zurück, liebe Leute, zu Shantae Half Genie Hero. Wir sind hier wieder bei Hauptstraße und gucken mal, ob wir hier irgendwas finden. Weil hier nämlich noch ein Objekt der Begierde fehlt. Und das wollen wir natürlich suchen. Die Frage ist nur, wo ist es? Ist hier noch irgendwas? Nein, hier haben wir alles. Da unten ist auch nichts mehr. Ich bin nicht der du denkst, der ich wäre. So. Dum, 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 dum. Und weg, 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 weg. Weg. Du auch weg. Weg, weg. Und badums. Vielleicht finden wir ja hier. Da war ich ja auch schon drin. Lasst mich in Ruhe. Irgendwo im Wasser soll hier einer sein. Also gehen wir jetzt hier nochmal runter, weil wir es ja so gerne machen. Das war ein Abenteuer für dich wahrscheinlich. Ne, den hatten wir auch schon. Verdammt. Also gehen wir jetzt wieder hier lang. Hier ist auch keiner. Hier lang, hier lang, hier lang. Und da haben wir auch alles ein. Und dann geht's hier runter. Da war auch nichts. Ah, verdammt. Mann. So. Oh, ernsthaft? So. Hier hoch. Hier war also nix. Vielleicht finden wir hier was. Hier hoch. Nix. Du hast mich erwischt, ich glaub's nicht. Gut, hier gehen wir oben lang. Zack. So. Hier gehen wir mal mit dem Affen rein. Hier hatten wir auch schon. Nicht mit mir. Machen wir alles mal den kaputt, defekt. Hier ist aber auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier rüber. Hier rein. Hier war auch nichts weiter. Ja, nicht, hier muss irgendwo was sein. Hier ist auch nichts. Nein. Hier ist was.
Hä? Nö, da ist auch nichts. Ist auch nichts. Und hier geht's dann zum Bosskampf. Ist aber auch nichts, ne? Nee. Hm. Gibt's doch nicht. Irgendwo muss da was sein. Verstehe ich nicht. Geh mal zum nächsten Level. Hier ist nichts. Da haben wir auch alles. 2 von 3. Hier gibt es noch so eine dunkle Magie oder so einen Totenkopf oder was auch immer das ist. Müssen wir also hier nochmal gucken. Okay. Ready to go. Ach, ihr geht mir doch so auf Nerven. Hoppadapada. Ducken. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Weg mit dir. Durch. Oh, verdammt. Ah, hier haben wir noch was. Hier ist noch was. Genau, da. Aber erstmal das hier. Versunkene Seele. Da kriegen wir. Was ist das? Das ist die Eisenplatte. Ich habe die Eisenplatte gefunden. Also stand doch unter der Stadt. Egal. So, dann holen wir uns gleich mal den Teleporter wieder nach oben. Was, wie die kaputt gehen. Oder warte mal, wir gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Weg mit dir. Nee, hier ist weiter nichts. So. Zum nächsten Abschnitt teleportieren, ja. Wenn zwar was Wichtiges vielleicht übersehen haben, aber egal. Zum nächsten Abschnitt teleportieren. Ich möchte jetzt erstmal die Eisenplatte zurückbringen. Ich möchte wissen, was jetzt weiter passiert. Schade, dass der hier noch keine. Dass ich hiermit noch keine Fähigkeiten habe. So, hier fliegen wir einfach mal rüber. Dep, dep. War klar. So, wieder schön nach oben. Und fliegen, 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 fliegen. Immer schön fliegen. Oh, die Pfeile, die gehen einmal komplett über die ganze Map. Und wir fliegen wieder drüber. Das ist so praktisch. Oh, ich bin so doof. Kann er hier weiterfliegen? Zum Glück kann man jetzt hier fliegen.
dir will ich gar nicht. Du hast nichts Interessantes für mich. Zum aktuellen Zeitpunkt. Wenn man sich überlegt, da bin ich überall schon ganz normal lang. So. Oh yeah, world clear. Speichern abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt die Eisenplatte, ne? Das heißt, ich habe die Eisenplatte. Onkel, ich habe die Eisenplatte für dich gefunden. Und auch einen Hamster. Perfekt. Lass mich sie dir abnehmen. Zombie-Hamster abgegeben, Eisenplatte abgegeben. Ereignet sich perfekt für meine Maschine. Jetzt packen wir nur noch die hässliche Eisenplatte in meine Hamsterradform. Setz vorsichtig unsere flauschigen Freundin ein. Und bringt das Rad an der richtigen Stelle an. Genau so. Und voilà, der Dynamo ist fertig. Hab ich was vergessen? Nein, du kommst genau richtig. Kommt alle her. Schalten wir ihn ein und sehen, was passiert. Endlich. Wir sind bereit, Onkel. Ich hoffe, es explodiert. Los geht's. Soweit, so gut. Es musste doch was passieren. Es gefällt mir nicht. Vielleicht solltest du ihn ausschalten, Onkel. Zu gefährlich, Vorsicht. Sie ist gefangen. Was sollen wir tun? Ich kann nicht abschalten. Schaut euch dieses arme, verwirrte Einfallspinsel an. Das ist dein Werk, nicht wahr? Wenn du meinem kleinen Mädchen wehgetan hast, werde ich... Du wirst was? Noch eine Maschine bauen, um mich aufzuhalten? Du bist tatsächlich ein alter Idiot. Glaubst du, ich gebe dir freiwillig die Baupläne? Du hast die Baupläne vertauscht. Genau so ist es. Du hast die Maschine nach meinen Vorgaben gebaut. Dein Entwurf hatte von Anfang an Schwächen. Es stimmt, dass dein Dynamo dazu in der Lage war, große Mengen Elektrizität zu produzieren. Aber als Nebenprodukt produziert er jetzt mit jeder Umdrehung einen erheblichen Gegenstrom aus negativer Energie. Also habe ich einfach die Pläne verändert, um diese negative Energie in dunkle Magie zu verwandeln. Warum? Ein Experiment. Wie du sehen kannst, habe ich mit Erfolg die Magie günstlings umgekehrt. Zuvor war sie gut, jetzt ist sie böse. Monster. Lass sie los. Ah, ich habe vor, sie nicht zu behalten. Der Winzling hat seine Aufgabe erfüllt. Als nächstes werde ich den Dynamo modifizieren, um dunkle Magie in großem Stil zu generieren. Du musst wissen, die Macht einer einzigen Halbgenie zu verderben ist zwar nett, aber wieso hier aufhören? Wenn ich diese Maschine benutzen kann, um die magische Polarität umzukehren, die des gesamten Genie-Reichs... Wirklich? Jetzt nicht mehr, dank euch. An eurer Stelle würde ich mir von der Halb-Genie-Göre verabschieden. Mit der ganzen bösen Magie, die sie durchströmt. Naja, sagen wir, sie ist jetzt euer Problem. Tschüssi! Das ist unmenschliche Monster. Vergiss sie. Was mit Shantae? Ist sie jetzt wirklich böse? Shantae, kannst du meine Stimme hören? Solch unglaubliche Kraft. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Ich weiß, was ihr tun könnt. Leider könnt ihr euch... Ihr könnt euch krümmen wie die armseligen Würmer, die ihr seid. Wälzt euch in Qualen und Schmerzen bis in alle Ewigkeit. Jetzt fleht, fleht um euer Leben. Pass auf. What is happening? Hahaha.
kann es spüren, wie sich die Dunkelheit ausbreitet. Meine Kraft wächst. Und du? Du das nicht? Bist viel zu schwach. Fühlt es sich an zu verlieren, deine Freunde und Familie so erbärmlich im Stich gelassen zu haben. Bitte, alle zählen immer noch auf dich. Nein, hiermit endet es. Hier in der Dunkelheit, wo dich niemand retten kann. Nein! Du hattest von Anfang an keine Chance. Leb wohl. Stopp! Seid ihr hergekommen? Wie armselig. Hör zu, Shantae. Ich bin Sky. Wir sind Freunde, seit ich denken kann. Ich weiß, dass du gerade verwirrt bist und dass die dunkle Magie dich umgibt, aber du musst dagegen ankämpfen. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Finde deine Treue und Ehrlichkeit. Schüttle die Dunkelheit ab und folge deinem Herzen. Shantae, ich weiß, ich kann manchmal ein mieser Freund sein und ich baue auch oft Mist. Aber ich will, dass du das weißt. Ich habe an dich geglaubt. Du bist jedem eine Freundin. Sagst du sogar jemanden wie mir. Ich mache doch sonst jedem Angst. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Finde deine Güte und dein Mitgefühl. Schüttel die Dunkelheit ab und folge deinem Herzen. Und hey, da bist du ja. Ich weiß, dass du dich wegen der dunklen Magie, die in dir steckt, merkwürdig verhältst. Aber dein Onkel macht sich große Sorgen um dich. Wir alle machen uns Sorgen. Ich weiß, du würdest uns nie im Stich lassen. Und das werde ich bei dir auch nicht tun. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Finde deine Stärke und deinen Mut. Finde deine Stärke und deinen Mut. Wach nun auf. Wow, 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 wow. Und da ist es passiert. Was? What happened? Where am I? Wir haben stundenlang versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Wir hatten Angst, dass du... Psst, gib mir. Fühlst du dich? Geht's gut, glaube ich. Wurdest von dunkler Magie überwältigt. Ich glaube, es war meine Schuld. Nein, Onkel. Es war meine. Ich wusste, das Genie-Reich war in Gefahr. Ich wollte eine Heldin sein und die Lage retten, aber ich wollte es alleine machen. Ich schätze, tief in mir hatte ich das Gefühl, meine menschliche Hälfte wettmachen zu müssen. Aber ohne die Hilfe meiner menschlichen Freunde wäre ich jetzt verloren. Ich habe euch alle in große Gefahr gebracht. Es tut mir leid. Wir sind nur froh, dass du wieder da bist. Und wenn ich so frech sein darf, ich glaube langsam, deine menschliche Hälfte ist der stärkere Teil von dir. Hä? Danke, Onkel. Sag, was ist das auf dem Boden? Du hast Karte für versteckt. Risky muss es fallen gelassen haben, als sie den Dynamo gestohlen hat. Dort plant sie also, das Genie-Reich anzugreifen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Eine Piratenkönigin ist auf der Flucht. Boah, mach mal halblang. Ja, wir wissen gar nichts über ihren Plan. Du könntest gerade wieder in eine neue Falle hineinlaufen. Sie haben recht, die Situation verlangt nach Geduld. Sie sagte, sie würde die Maschinen verbessern und wir wissen, sie ging nur von 4 Bauteilen aus. Wenn wir Hinweise hätten, inwiefern sie die Bauteile zu modifizieren gedenkt, könnte ich ein Gerät bauen, um ihren Plan zu durchkreuzen. Aber Onkel, jede Sekunde zählt. Risky kommt ihrem Ziel immer näher, das Genie-Reich zu verderben. Wenn meine Mutter sich wirklich innerhalb dieses Orts befindet, ist das vielleicht meine letzte Chance, sie zu finden. Du hast natürlich recht. Kannst Risky Boots jetzt gegenübertreten oder weiter nach Hinweisen suchen? Du hast die Wahl. Wenn jemand von euch einen Hinweis findet, ganz egal wie unbedeutend er erscheinen mag, bringt ihn sofort in meine Werkstatt. Verstanden? Alles klar. Darauf kannst du wetten. Ich mache Wrench bereit für den Abflug. Risky hat zwar die Oberhand, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ja, und damit würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torwart rein. Tschüss.